Von Muhammad Ali bis zu den Klitschko-Brüdern. Hier haben Legenden trainiert. Die Ritze ist eine echte Männerdomäne. Miteinander arbeiten, aufeinander reagieren, guck, was die andere macht. Eigentlich. Denn seit kurzem ist Hamburgs berühmtester Boxkeller fest in Frauenhand. Na, denk an den Führer, Ramona, wenn du nach rechts aufreichst. Herr im Haus ist hier die dreifache Boxweltmeisterin Maria Lindberg mit ihrer Damentruppe. Früher gab es keine Frauen hier unten, also wir sind die erste Frauengruppe in der Ritze. Es gab bestimmt einige Einzelfrauen, das weiß ich nicht richtig, aber es ist natürlich was ganz Besonderes. Und diese Frauengruppe, wir machen uns langsam auch bekannt in ganzen Deutschland als große Frauengruppe mit auch so viele gute Sportlerinnen. Deswegen ist es wirklich was Besonderes. Box! Box! Eine Frauenboxgruppe lässt die Fäuste fliegen. Statt harter Jungs gibt's schlagfertige Mädels. Ramona Wegner kann sich noch gut an ihr erstes Mal in der Ritze erinnern. Ich war erstmal ein bisschen beeindruckt von diesem Keller an sich. Es hat ja ein ganz besonderes Ambiente hier, all die alten Fotos zu sehen, die Luft hier zu riechen, hier einfach trainieren zu dürfen. Es ist alles sehr charmant, weil es auch alles alt ist, sag ich mal. Und deswegen ist es einfach super. Die Männer haben sich an den neuen weiblichen Einfluss in der Ritze bereits gewöhnt. Zu Machtkämpfen ist es bislang nicht gekommen. Nee, ich muss ehrlich sagen, also wir kriegen nur positives Feedback. Ich glaube, die haben auch gesehen, wie hart die Mädels hier trainieren. Und dann kann man nur Respekt zeigen. Alte Tradition trifft auf neue Frauenpower. Schlag auf Schlag. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.